Guten Morgen. Heute kommt mein erstes Video auf Deutsch zur Luftfahrterklärung. Was kommt am Anfang? Auf jeden Fall, wie wird man Pilot? Wie viele von euch wissen, war ich ja Koch, bevor ich die Pilotenausbildung angefangen habe. Also wie wird man vom Koch zum Piloten? Das ist die Frage und die werde ich in diesem Video beantworten. Als allererstes fängt das an, wie jede normale Ausbildung. Ihr müsst eine Bewerbung schreiben. Diese Bewerbung ist halt eine Standardbewerbung, aber ihr müsst halt gucken, wohin ihr euch bewirbt, weil alle Akademien oder Schulen haben gewisse Anforderungen. Als erstes müsst ihr euch eine Akademie bzw. eine Airline aussuchen. Es gibt viele auf dieser Welt, Airlines und Schulen. Warum bin ich hier in Litauen? Ich bin in Litauen, weil der Kurs ist günstiger im Vergleich zu anderen Schulen in Deutschland. Unter anderem müsst ihr nicht nur den Kurs bezahlen, sondern ihr müsst ja auch irgendwie überleben. Da die Lebensstandards in Vilnius niedriger sind, sind auch die Mieten und die Verpflegung hier günstiger. Um Geld zu sparen, bin ich deshalb nach Litauen gegangen. Und am Ende ist es ja egal, wo ihr eure Ausbildung macht, denn es gibt ja nur eine europäische Fluglizenz. Was war in meiner Bewerbung? In meiner Bewerbung musste ich einen Motivationsbrief schreiben. Heißt, ihr schreibt, hallo, ich bin der und der. Und was ist eure Motivation, um Pilot zu werden? Danach kommt noch ein Lebenslauf dazu, ein Bewerbungsschreiben. Manche fordern ein Oberkörperbild, manche fordern ein Ganzkörperbild. Das hängt dann von eurer Airline oder von eurer Akademie ab. Wo ihr euch bewerben könnt, da packe ich euch mal einen Link in die Beschreibung. Da sind alle Ausbildungsjobs bzw. Pilotenjobs aufgelistet und ihr könnt euch direkt über die App bewerben. Teil 2 ist das Interview, also das Bewerbungsgespräch bzw. das persönliche Gespräch und der Einstellungstest. Bei mir war das so, mein Einstellungstest ging über 2 Tage. Es fängt an mit ganz normalen Fragen, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsessen. Danach kommen so Fragen wie, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Es gibt kein richtig oder falsch, aber du musst es auf einer Skala immer bewerten. Zum Beispiel, wenn deine Mutter krank ist, würdest du über eine rote Ampel fahren, um rechtzeitig zu ihr ins Krankenhaus zu kommen. Wie man sich darauf exakt nochmal vorbereitet, dazu kommt noch ein späteres Video. Der Kompasstest geht eigentlich, da wird alles abgefragt, was als Pilot wichtig ist. Also mathematische Kenntnisse, Kopfrechnen, ihr habt einen Teil Physik, ihr habt dazu auch Orientierung. Auf jeden Fall habt ihr auch Multitasking-Aufgaben, wo ihr mit dem Pedal das Flugzeug kontrolliert und mit dem Joystick, um euer Multitasking einfach mal zu checken. Ein anderer großer Teil ist Merken oder Merkübungen. Und zwar werden euch 3, 4 Sachen gezeigt in dem Bild und ihr müsst die euch merken. Das ist einfach mal die Flughöhe, die Geschwindigkeit und den Kurs. Das sind 3 Zahlen, die müsst ihr euch halt merken und so genau wie möglich wiedergeben. Ihr müsst auch noch andere Tests machen, aber im Großen und Ganzen ist das erstmal alles. Der 3. Teil ist der Englisch-Test. Wenn man sich vorbereitet, ist dieser Test leicht zu schaffen. Beziehungsweise bieten auch viele Akademien oder viele Airlines noch zusätzlich Nachhilfestunden an. Wenn ihr diesen Test nicht besonders gut abgeschlossen habt, also kein Problem, wenn euer Englisch nicht so gut ist, nehmt euch ein paar Nachhilfestunden, dann schafft ihr diesen Test mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Am Ende habt ihr ein persönliches Interview mit einem Psychologen. Da werden euch einfach kritische Fragen gestellt und sie analysiert dein Benehmen. Das ist einfach ganz einfach. Auf dieser Seite, die ich euch verlinkt habe, gibt es auch richtig viele Tipps, wie man besser auf irgendwelche Fragen von diesem Psychologen antwortet. Beziehungsweise könnt ihr auch mich fragen, wenn ihr Fragen habt, wie man dieses psychologische Interview am besten besteht. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, aber im Ganzen ist das alles ganz einfach. Dann hängt es von der Akademie ab, ob ihr genommen werdet oder nicht. Ich hoffe natürlich das Beste, dass ihr genommen werdet, falls ihr euch beworben habt.
Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde euch das natürlich sehr gerne beantworten. Nicht nur, wie wird man Pilot oder wie läuft meine Ausbildung, sondern auch so einfache Dinge. Daniel, guck mal, ich habe mal das und das gesehen. Was ist das? Kannst du mir das mal erklären? Sehr gerne, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail und ich werde euch diese Sachen erklären. Das war es erstmal mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst mir bitte ein Abo da. So, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal dann.